Ja, herzlich willkommen heute zu unserem Webinar. Gleich am Anfang erstmal ein kleiner Technik-Check. Schreibt doch gerne mal in die Kommentare, wenn ihr mich hören könnt, wenn ihr mich sehen könnt. Dann weiß ich, dass alles funktioniert. Und ich weiß auch, wer da ist und freue mich drüber. Genau. Und dann fangen wir so nach einer Minute an und ich gucke einfach jetzt mal, wer noch so alles hier eintrudelt. Schön, ich freue mich, Thomas, dass du da bist. Das sieht so aus, als würde alles funktionieren. Und wenn nicht, schreib es einfach in die Kommentare rein und dann bekommen wir es ja. Super. Liebe Grüße zurück, Ingo. Ja, unser heutiges Thema: Ernährung im Tischtennis. Ich freue mich total, dieses Webinar halten zu können, weil das ein Herzensthema von mir ist. Zum einen natürlich als passionierte Tischtennisspielerin, diejenigen, die mich nicht kennen. Anna Hellwig, spiele bei den Leutscher Füchsen hier in Leipzig in der zweiten Bundesliga, bin Inhaberin der Tischtennisschule Tetako und verbinde diese Leidenschaft Tischtennis mit dem Thema Ernährung. Bin Ernährungswissenschaftlerin und Ernährungsberaterin und habe mich eigentlich schon immer so mit Essen, also so für Essen interessiert, besonders auch aus dem Grund, weil ich einfach liebend gerne esse. Und dann natürlich im Tischtennis gemerkt habe, was das für einen hohen Einfluss auch auf meine Leistungsfähigkeit haben kann. Und habe mich dann viel mit dem Thema auch beschäftigt. Genau, soweit erstmal zu mir. Wenn ihr sonst noch Fragen habt, dann schreibt es gerne in den Chat. Genau, was steht heute an? Zum einen möchte ich mit euch darüber sprechen, wie können wir Ernährung im Tischtennis umsetzen? Was sind da so die wissenschaftlichen Hintergründe und ja, welche Energie, wie bekommen wir sozusagen Energie und wann sollten wir gewisse Nahrungsmittel essen? Wenn ihr Fragen habt, dann schreibt die immer im Chat. Kann sein, dass ich nicht gleich drauf eingehe. Sollte es so sein, dass ich es insgesamt gar nicht im Webinar beantworte, dann mache ich das aber im Nachhinein und kommentiere das einfach. Ja, in den Kommentaren danach und das könnt ihr dann einfach nachlesen. Also, lasst uns anfangen. Ja, wenn es um Sporternährung geht, dann ist es so, dass ihr euch das wie ein Haus vorstellen könnt. Die Grundlage, also die erste Etage, der Keller, der ist erstmal, sind so Ernährungsbasics. Das heißt, wir fangen nicht gleich mit der Sporternährung an, sondern wir starten mit ja, dieser ausgewogenen, gesunden Ernährung und darauf können wir dann die Sporternährung aufbauen, beziehungsweise schauen uns dann an, was hat die Sportart Spezifisches, dass wir dann darauf auch noch konkreter eingehen können. Und genau das wollen wir jetzt auch im Laufe des Webinars machen. Zu den Ernährungsbasics. Ich habe die 3x3 der Ernährung, die ich euch jetzt auch gerne vorstellen möchte, die ist allgemein ernährungsgültig sozusagen und hat jetzt gerade, wie gesagt, noch nichts mit wirklich sportartspezifischen Sachen zu tun. Das erste ist echte Lebensmittel. Und echte Lebensmittel, die den Namen auch wirklich verdient haben. Das heißt, in denen noch viel Leben steckt. Wenn ihr in den Supermarkt geht, dann könnt ihr das daran sehen, dass diese Lebensmittel oft keine Zutatenliste haben, weil sie die nicht brauchen. Das heißt, bei Obst und Gemüse beispielsweise ist es so, hinten ist keine Zutatenliste drauf, weil es einfach das Lebensmittel an sich ist. Wenn ihr aber ein bisschen verarbeitetere Lebensmittel habt, dann könnt ihr euch daran orientieren, ob ihr versteht, was hinten drauf steht.
Und wenn ihr es versteht, dann sind es noch echte Lebensmittel. Oder man sagt so, wenn nicht mehr als 5 Zutaten hinten auf der Zutatenliste stehen, dann ist das auch ein ganz guter Anhaltspunkt dafür, dass das Lebensmittel auch den Namen noch verdient hat und dementsprechend uns wertvolle Inhaltsstoffe schenkt und nicht so sehr verarbeitet ist und auch mit Konservierungsstoffen und Geschmacksstoffen zugepumpt ist. So, ne? Das zweite, Gemüse, Gemüse, Gemüse. insgesamt natürlich auch Obst, so, ne? Aber es geht darum, dass halt viel pflanzliche Lebensmittel einfach in unsere Ernährung eingebaut werden können. Dass es aktuell so ist, dass wir eher auf tierische Produkte fokussiert sind und dass da einfach der pflanzliche Anteil für unsere Gesundheit eine große Rolle spielt und mehr Gemüse in die Ernährung eingebaut werden kann, was vor allem auch mit den Ballaststoffen zu tun hat, weil Ballaststoffe einfach enorm wichtig zum einen für unsere Gesundheit bzw. Verdauung sind und dementsprechend auch einen Zusammenhang mit unserem Immunsystem haben und auch mit typischen Zivilisationserkrankungen, die damit vorgebeugt werden können und wir so insgesamt in der Gesellschaft einfach deutlich zu wenig Ballaststoffe essen. Des Weiteren, ja, vermeide Transfettsäuren und eher Zuckerhaltiges. Transfettsäuren sind vor allem in Dingen drin, die frittiert sind. Das heißt, wo irgendwann mal Fett sehr, sehr stark erhitzt wurde und dann ist es so, dass die ungesättigten Fettsäuren, die eigentlich in einer Cis-Verbindung darlegen, wir wollen jetzt gar nicht chemisch zu sehr ins Detail gehen, aber die dann verändert werden und sich sozusagen so umdrehen und dann zu Transfettsäuren werden und die einfach nachweislich noch keine gute Funktion für unseren Körper haben, sondern eher sogar das Gegenteil, das heißt da eher das zu negativen negativ assoziiert wird und auch zum Beispiel für Herzerkrankungen nicht sehr gut ist. Mein Professor damals in der Uni, der hat dazu geforscht und wie das halt in der Forschung ist, da werden zum Beispiel auch mit Mäusen Experimente gemacht und die haben dann Mäuse mit sehr transfettsäurehaltigen Sachen, so wie mit Schmalzgebäck, irgendwas, was halt wirklich in Fett gebraten ist, gefüttert und er hat gesagt, die Mäuse sind immer super träge geworden und sind dann auch aufgegangen. Und natürlich, die Übertragung wird jetzt nicht 1:1 so sein, aber ja, das Fett eher träge macht, da werden wir auch später noch dazu kommen. Und dann natürlich mit dem Zuckerhaltigen, da geht es gar nicht darum, dass man keinen Zucker mehr essen sollte, da werden wir später auch noch dazu kommen, sondern eher halt darauf achtet, dass zugesetzte Zucker da so Stück für Stück einfach gemieden werden, die zum Beispiel in vielen Fertigprodukten sind, in Fertigsoßen, in Fertiggerichten, aber auch in Brot oder anderen Sachen einfach hinzugesetzt. Und dass man da versucht, da bewusst drauf einzugehen und das natürlich Stück für Stück dann auch so aus der Ernährung nicht ganz zu streichen, aber zu reduzieren. Dann insgesamt geht es darum, auf Regelmäßigkeit zu achten. Das heißt, ihr kennt es ja vielleicht, ihr habt einen anstrengenden Arbeitstag und vergesst so über den Tag beispielsweise was zu essen, kommt dann nach Hause und habt dann übelstes Hungerloch und schaufelt dann Sachen in euch rein. Und das hätte man vermeiden können, weil das dann ja oft auch unkontrolliert ist und vielleicht nicht gerade die super gesunden Sachen sind. Wenn man davor eine gewisse Regelmäßigkeit gehabt hätte und den Blutzuckerspiegel auch so ein bisschen konstant gehalten hätte. Deshalb ist da eine Regelmäßigkeit sehr von Vorteil, um einfach besonders solche Hungerlöcher zu vermeiden, was dann natürlich auch im Sport später noch eine gewisse Rolle spielt, dass der Körper einfach immer wieder Energie zur Verfügung hat. Ja, dann ein sehr schöner Ratschlag, den ich unbedingt aufnehmen wollte, weil ich den in einem japanischen Buch gelesen habe und den sehr passend finde, weil ich mich da selbst auch ertappt gefühlt habe, ist dich zu 80% voll. Das heißt, oft ist es ja so, irgendwas schmeckt und dann ist man eigentlich schon voll
und isst aber nochmal obendrauf, dass es bis zu 100% geht, und der Appetit ist das, was es reintreibt, und dass man da versucht, wirklich eher drauf zu hören, was sagt der Hunger, zu 80% voll essen, und dann ist es eigentlich perfekt, um auch die Leistungsfähigkeit des Körpers weiterhin ein bisschen zu gewährleisten. Außerdem, diese Dosis macht das Gift, das ist mir ganz wichtig, egal mit wem ich da arbeite in der Ernährungsberatung auch, dass nichts verboten ist. Es ist alles erlaubt, nur in gewissen Maßen. Dass man versucht, dann Dosierung reinzubekommen, denn es ist erwiesenermaßen so, besonders in Kinderexperimenten wurde das nachgewiesen, dass wenn man gewisse Dinge verbietet, dass dann der sozusagen der Trieb in die Richtung, dass der stärker wird und der Hieper dann natürlich auch, wenn man so ein Lebensmittel dann mal isst, dass man es dann auch eher übertreibt. Das heißt, alles ist in einem gewissen Maße okay, und das darf man dem Körper sozusagen auch zuführen. Das sind jetzt so ernährungsmäßig die 6 Tipps, die ich euch mitgebracht habe. Und dann kommt jetzt was, was ich fast noch wichtiger finde. Und da geht es nicht darum, was man isst, sondern vor allem, wie man isst. Und da ist das Erste, kaue, was du isst. Das heißt, unsere Verdauung beginnt im Mund. Und im landläufigen Sinne wird ja oft gesagt, dann 32 Mal kauen. Wer das schon mal gemacht hat, das müsst ihr nicht unbedingt machen. Das ist richtig langwierig und finde ich auch echt schwer. Aber versucht doch einfach mal 5 bis 10 Mal mehr zu kauen. Denn unsere Verdauung beginnt im Mund und auch da werden die Nährstoffe schon aufgeschlüsselt. Und wenn wir da schon beginnen, dann ist es so, dass unser Magen einen leichteren Job hat und dass die Nährstoffe auch schneller und besser aufgenommen werden können. Außerdem, ja, konzentriere dich auf dein Essen. Ich weiß, ich kenne das selbst von mir, dass man immer mal was am Rechner macht und parallel isst oder Fernsehen guckt und parallel isst oder was auch immer und immer mal wieder abgelenkt ist. Trotzdem ist es so, für unser Nervensystem und vor allem für unsere Verdauung, dass es einfach wirklich von Vorteil ist, wenn wir uns auf das konzentrieren, was wir auch in dem Moment machen und auch für unser Sättigungsgefühl, das einfach eine große Rolle spielt. Deshalb diese Konzentration auf das, was wir gerade in dem Moment tun. In dem Moment, wenn wir essen, ist das Essen. Und dann natürlich, nimm dir Zeit fürs Essen. Ich weiß, auch das ist nicht immer so einfach und nicht immer so leicht, aber versucht es immer mal wieder in den Alltag zu integrieren und einzubauen, denn wir haben in unserem Nervensystem, in unserem vegetativen Nervensystem, ganz einfach gesagt, zwei verschiedene Pole. Das eine ist der Sympathikus, der ist vor allem für die Anspannung zuständig, und das andere ist der Parasympathikus, der ist für die Entspannung zuständig. Und das beides sind Gegenspieler. Und die Anspannung, der Sympathikus, der für die Anspannung zuständig ist, der ist auch für die Aktivität und für die sportliche Leistungsfähigkeit zuständig oder in Stress sehr, sehr aktiv. Und der Parasympathikus, der ist derjenige, der unsere Verdauung steuert. Und das heißt, wenn wir gut verdauen wollen, dann sollte sozusagen auch unser Parasympathikus aktiv sein. Wenn wir das aber immer so nebenbei machen und die ganze Zeit in Stress sind und vielleicht auch in Bewegung sind, dann ist es so, dass eher unser Sympathikus aktiv ist und dementsprechend unsere Verdauung nicht so gut funktionieren kann. Ihr kennt es vielleicht auch aus Prüfungssituationen. Da ist es ja oft auch so, dass man irgendwie Verdauungsprobleme davor hat. Und das hat auch was mit diesen zwei Systemen zu tun, dass da eher der Sympathikus aktiv ist, was ja auch gut ist, weil eigentlich evolutionär in Stresssituationen müssen wir nicht verdauen, müssen wir nicht auf Toilette gehen, sondern es ist wichtig, dass wir kämpfen oder flüchten können. Genau. Und dementsprechend ist es gut, wenn wir dem entgegenwirken und uns wirklich dafür Zeit nehmen, beziehungsweise auch wenn wir nicht viel Zeit haben, uns aber darauf konzentrieren und beispielsweise davor in so einen kleinen Entspannungszustand bringen.
Entspannungszustand kann sein, dass wir uns hinsetzen, unsere Hände kurz auf den Bauch legen und fünfmal tief in den Bauch einatmen und so unser vegetatives Nervensystem, also unseren Parasympathikus, so ein bisschen hochfahren und die Entspannung mehr einsetzt. Ja, das sind so die Grundlagen, auf die das auch fußt, was wir jetzt in diesem sportartenspezifischen Teil auch sprechen. Und es heißt nicht, dass immer alles sozusagen gleichzeitig angewendet werden muss. Das heißt, es kann auch kombiniert werden und manchmal kann auch ein sportartspezifischer Teil einen Punkt hier zum Beispiel mal ausschalten. Genau, das nochmal als kleine Übersicht. Und dann gehen wir weiter und schauen uns einfach mal an, welchen Kraftstoff benötigen wir, um beim Tischtennis optimale Leistung bringen zu können. Das heißt, wir schauen uns im ersten Punkt die Energiebereitstellung an. Wie schafft es unser Körper? Wie schafft es unser Körper? Entschuldigt. Energie bereitzustellen. Aus welchen verschiedenen Stoffen funktioniert das? Und da gehen wir einfach mal so Schritt für Schritt das durch. Das erste im Schnellkraftteil, das heißt die Belastung, die super kurz sind und sehr, sehr intensiv, da ist es so, dass ATP bzw. Kreatinphosphat uns Energie gibt. Das Problem bei der ganzen Sache ist nur, das ist, also beziehungsweise, nee, es ist super, super schnell. Also wir haben das sehr, sehr schnell, diese Energie, aber die Speicher sind super begrenzt. Das hält so bis zu 10 Sekunden, aber dafür volle Pulle. Dann, das zweite ist die Kurzzeitausdauer. In der Kurzzeitausdauer ist es so, da spielen vor allem die Kohlenhydrate eine große Rolle. Die Kohlenhydrate ohne in dem Moment noch Sauerstoffzufuhr. Deshalb ist es so, dass es auch ziemlich schnell funktionieren kann und dass wir noch sehr intensive Belastung in dem Bereich machen können. Die Kohlenhydratspeicher, die sind deutlich größer als die vom ATP und Kreatinphosphat, aber auch in einem gewissen Maße begrenzt. Da werden wir dann später noch zukommen, was das für uns dann auch heißt. In dem Moment ist es so, dadurch, dass das alles noch ohne Sauerstoff stattfindet, ist der Körper nicht über einen langen Zeitraum so leistungsfähig, sondern nur über einen kürzeren Zeitraum und nur über einen nur über einen kürzeren Zeitraum. Aber es gibt einen begrenzenden Faktor und dieser begrenzende Faktor ist Laktat. Das heißt, es wird Laktat gebildet, das kennt ihr vielleicht, Milchsäure. Das heißt, der Körper wird sauer und irgendwann kann er diese Leistung deshalb nicht mehr halten. Und dann kommen wir zu dem nächsten Teil, das ist die mittelzeitlange Ausdauer. Da spielen auch Kohlenhydrate noch eine große Rolle, aber es steht nicht dem Körper so schnell zur Verfügung, denn hier kommt der Bereich mit rein, wo wir auch Sauerstoff dazu brauchen. Und da seht ihr, da spielen Kohlenhydrate eine große Rolle und noch ein anderer Energielieferant. Und dieser Energielieferant, das sind die Fette, die jetzt so bei der Mittelzeitausdauer so ganz wenig beteiligt sind. Und je länger jetzt die Belastung andauert und je sozusagen moderater die Belastung ist, umso mehr spielen jetzt auch die Fette damit rein und spielen die auch dementsprechend eine Rolle. Genau, das seht ihr jetzt hier. Und das Schöne ist bei Fetten, dass da sozusagen die Speicher relativ groß sind und gar nicht so einfach aufzubrauchen. Warum erzähle ich euch das Ganze? Weil das in meinen Augen die Grundlage ist, dass wir daraus ableiten können, was brauchen wir denn für Energie? Beziehungsweise, wie sollten wir das zu uns nehmen? Und auch wenn ihr sozusagen nicht tischtennisspezifisch was macht, könnt ihr auf die Grafik nochmal schauen und dann dementsprechend
euch auch anschauen, wo ist eure Sportart gerade unterwegs und ja, welche Nährstoffe braucht ihr dafür? Genau, wenn wir uns das Tischtennis spezifisch anschauen, dann ist es erstmal wichtig, überhaupt Tischtennis zu klassifizieren. Das heißt, wie wird denn überhaupt Tischtennis gespielt? Das wisst ihr natürlich alle. Es gibt einen Ballwechsel und es gibt eine Pause und das wechselt sich immer ab. Und der Ballwechsel, der dauert 3 bis 5 Sekunden, die Pause 10 bis 20 Sekunden. Das heißt, es ist ein Verhältnis von 1 zu 3. Im Ballwechsel haben wir schnelle, hochexplosive Bewegungen. In der Pause machen wir eher Pause, vielleicht tippeln wir mal so ein bisschen auf der Stelle, aber es ist keine sehr anstrengende Belastung, die wir da machen. Wir erholen uns eher, sodass auch wieder ATP gebildet werden kann und dann wir auch wieder schnelle Kontraktionen machen können. Da habe ich euch jetzt schon ein bisschen verraten, worum es jetzt gleich gehen wird. Genau. Und die durchschnittliche Herzfrequenz ist 145 bis 150 Schläge pro Minute und es gehört so in die mittlere Belastungsintensität rein. Ein Match im Durchschnitt dauert etwa 10 bis 45 Minuten. Und wenn wir jetzt da schauen, was ist die Schlussfolgerung daraus? Und wir gucken uns nochmal die Energiebereitstellung an. Dann ist es so, dass wir zum einen diese hochexplosiven Belastungen haben, das heißt im Ballwechsel. Und da spielt vor allem ATP und Kreatinphosphat eine Rolle. Und dann insgesamt, aber über das ganze Match, sind wir in dem Bereich, wo vor allem die Kohlenhydrate eine Rolle spielen. Die Fette auch schon leicht, aber ihr habt ja gehört, unsere Fettspeicher sind relativ gut ausgeprägt. Das heißt, darauf muss man nicht ganz so Rücksicht nehmen oder nicht besonders Rücksicht nehmen, sagen wir es so. Das heißt, die Schlussfolgerung, die wir daraus ziehen können, sind, wir sollten uns relativ kohlenhydratreich ernähren, weil das unsere Energie bringt. Und vielleicht ist euch auch schon aufgefallen, wir haben jetzt über Fette gesprochen, wir haben über Kohlenhydrate gesprochen, aber über einen Nährstoff haben wir noch nicht gesprochen, über die Proteine. Und die Proteine, die spielen bei der Energiebereitstellung eine sehr, sehr untergeordnete Rolle, zumindest jetzt auch beim Tischtennis und bei den anderen Sportarten, aber auch nicht so krass, zumindest wie Kohlenhydrate und Fette. Jedoch sind Proteine unfassbar wichtig, vor allem für die Regeneration. Das heißt, nach dem Sport ist es auch wichtig, um kleine Muskelverletzungen zum Beispiel wieder auszugleichen, beziehungsweise auch ein gewisses Stimulus zu setzen, dass der Muskel natürlich wächst und die Regenerationsfähigkeit zu fördern, dass wir da uns auch proteinreich ernähren, beziehungsweise nach dem Training einen gezielten Einsatz von Proteinen machen. Außerdem, wenn wir uns die mittlere Belastungsintensität angucken und die Dauer, die so ein Spiel hat, dann ist es so, dass wir natürlich in der Zeit auch irgendwie schwitzen und dementsprechend Flüssigkeit oder auch Elektrolyte verlieren durch den Schweiß. Das könnte Natrium sein, das könnte Magnesium sein und die dürfen dann auch wieder ausgeglichen werden. Das heißt, das Dritte, worauf wir achten dürfen, wenn es wirklich um das Tischtennisprofil geht, ist, dass ein gewisser Flüssigkeits- und Elektrolytausgleich stattfindet. Und wie das genau aussieht in der Praxis, das schauen wir uns jetzt an. Das heißt, Kohlenhydrate. Da gibt es verschiedene Richtwerte und Richtlinien, nach denen wir uns richten können, je nachdem, wie intensiv wir einen Sport machen. Und da müsst ihr jetzt so ein bisschen selbst schauen. Was würdet ihr sagen, wie intensiv wird euer Sport gemacht? Wenn ihr so im Hobbybereich seid, dann ist es okay, wenn ihr bei den Breiten- und Fitnesssportlern guckt. Und da ist es so, dass ihr euer Körpergewicht braucht und dementsprechend dann mal 4 das nehmt. Und dann habt ihr die Grammzahl, die ihr am Tag an Kohlenhydraten sozusagen zu euch nehmen sollt. Wenn ihr das schon ein bisschen professioneller macht, vielleicht auch so einmal intensiv am Tag trainiert oder dann auch so in dieses Kadertraining geht, dann kann man schon bei den moderat intensiven Trainings schauen,
und sich an diesen 5 bis 8 Gramm pro Kilogramm Körpergewicht orientieren. Dann kommt natürlich oft die Frage, wie soll ich denn das jetzt einschätzen oder wie kann ich denn das, ja, eine Referenz mir sozusagen eine Referenz bauen? Dann ist es so, dass ihr das am besten in der Zeit einfach mal trackt und dann mal guckt, auf wie viel Kohlenhydrate kommt ihr denn? Oder das im Vorfeld natürlich plant. Das wäre auch eine Möglichkeit, dass ihr schaut, welches Lebensmittel hat wie viel Kohlenhydrate und dementsprechend dann eure Mahlzeiten zusammenstellt. Und welche Lebensmittel da gut sind, das schauen wir uns später dann gleich noch an. Soweit zum Kohlenhydraten. Bei den Proteinen ist es so, dass da auch in verschieden sozusagen unterschieden wird, je nachdem, ob ihr Breiten- oder Fitnesssportler seid oder Ausdauersportler, Kraftsportler oder auch männlich und weiblich. Das ist auch wieder so eine Sache. Wenn ihr so ein bisschen ein- bis zweimal Tischtennis spielen geht und das eher so ein bisschen als Hobbysport macht, natürlich auch in einem gewissen professionellen Rahmen, dann ist es so Breiten- und Fitnesssportler, würde ich das einteilen. Und da könnt ihr bei diesem 1 Gramm pro Kilogramm Körpergewicht pro Tag euch orientieren. Wenn es dann aber schon eher in diesen Leistungssport oder in Kadersport geht oder vielleicht auch Nachwuchsspieler, dann würde ich da eher in diese Richtung 1,2 bis 1,4 Gramm pro Kilogramm Körpergewicht gehen. Und je nachdem, wie intensiv die Belastung natürlich ist, dann das auch nochmal individuell anpassen. Aber das sind jetzt erstmal so ein paar Richtlinien, nach denen ihr euch richten könnt. Dann, wenn es um den Flüssigkeits- und Elektrolytausgleich geht, da wird empfohlen, 0,5 bis 1 Liter pro Stunde zu trinken, zu euch zu nehmen. Das heißt, im Training könnten das bei so einem 2-Stunden-Training könnte das 1 Liter bis 2 Liter insgesamt sein. Und dass ihr einfach in der Satzpause immer so schluckweise trinkt, was sich ja auch wirklich beim Tischtennis optimal anbietet. Was ist da aber jetzt das perfekte Sportgetränk? Insgesamt ist es so, dass Mineralwasser erstmal vollkommen ausreicht. Man kann aber natürlich auch in die Richtung gehen, dass man eher so auf isotonische Getränke geht, beziehungsweise auf Apfelschorlen oder Teeschorlen mit ein bisschen Süße vielleicht drin oder auch anderen Sportgetränken. Wichtig ist nur, dass der Kohlenhydratanteil nicht zu hoch ist, denn wir wollen ja, dass, wenn wir das trinken, das schnellstmöglich im Blut ist. Und das ist der Fall, wenn das halt isotonisch ist. Und isotonisch wäre es beispielsweise, wenn die Apfelschorle halt ein Mischverhältnis von 1 zu 3 hat. Oder ich habe euch auch was mitgebracht, wie ihr euer perfektes Sportgetränk selbst mischen könnt. Ihr nehmt einfach ein bisschen Mineralwasser, packt einen Teelöffel Salz rein und 2 Esslöffel Zucker und habt dann ein selbstgemischtes Sportgetränk, was sehr, sehr gut das, was in der Zeit sozusagen verloren geht, auch wieder auffrischt und durch das Salz, halt Natrium, wieder zu euch nehmt und durch den Zucker ein bisschen Glukose, dass einfach Energie wieder in den Körper kommt und natürlich Kohlenhydrate dementsprechend zugeführt werden. Das war der erste Teil. Jetzt geht es darum, wie wird es getimt? Das heißt, wir schauen uns jetzt konkreter an, was könnt ihr vorher essen, vor der Belastung, was esst ihr währenddessen oder trinkt währenddessen und natürlich auch danach und auch Besonderheiten in Wettkampf- oder Punktspielsituationen. Dafür ist in meinen Augen die Magenverweildauer ein sehr, sehr guter Einstieg. Denn die Magenverweildauer sagt an, wenn wir was zu uns nehmen, wie lange belastet es unseren Körper, wenn wir das jetzt aus sportlicher Sicht sozusagen nehmen, also wie lange braucht unser Körper, um das zu verarbeiten und vor allem auch dann gibt es Anhaltspunkte, wie schnell ist es dann in unserem Blut, dass das auch als Energie uns zur Verfügung steht. Und hier gibt es verschiedene. Zum einen dann immer eine Dauer und dann die Lebensmittel, die ich euch einfach mal mitgebracht habe. Das heißt, da haben wir jetzt gerade drüber gesprochen, über die Flüssigkeiten. Und da ist es so, nach 15 bis 20 Minuten sind beispielsweise so Fruchtschorlen mit diesem Mischverhältnis
oder Tee mit Süße oder so ein Isodrink ist der im Blut und steht uns sozusagen zur Verfügung. Das heißt, wenn ihr schnell mal Energie braucht, dann ist das natürlich eine Möglichkeit. Oder halt dieser typische Fruchtzucker, also genau, den ihr zu euch nehmen könnt. Traubenzucker meine ich natürlich, Traubenzucker, den ihr zu euch nehmen könnt und der dann sehr, sehr schnell im Blut ist. Aber man natürlich auch immer dazu sagen muss, der ist schnell im Blut, ist dann auch schnell wieder raus. Das heißt, danach kommt dann wahrscheinlich das Loch. Und dann sollte man irgendwas danach essen, dass es irgendwie konstanter anhält, beziehungsweise das vor allem dann einsetzen, wenn man im letzten Spiel beispielsweise nochmal Energie braucht und es danach nicht so schlimm ist, wenn dann der Blutzucker in den Keller geht. Ja, so 1 bis 2 Stunden, bis es ankommt, das normale Wasser, also das braucht länger, um anzukommen. Kaffee, fettarme Brühe, Bier, ein geschälter Apfel, wir werden danach noch sehen. Ein Apfel mit Schale, der braucht deutlich länger, was vor allem an den Ballaststoffen liegt, die in der Schale vorhanden sind. Oder auch eine Banane, weichgekochte Eier, Buttermilch. Und das sind dementsprechend dann auch Dinge, die ihr beispielsweise während des Wettkampfs ganz gut zu euch nehmen könnt. Deshalb habe ich euch jetzt diese Übersicht auch nochmal mitgebracht, damit ihr euch dann zum Beispiel auch selbst Mahlzeiten zusammenstellen könnt, die dann ziemlich schnell euch zur Verfügung stehen im Spiel. Dann 2 bis 3 Stunden, da sind beispielsweise Nudeln ohne Ei dabei, da ist Joghurt dabei, da ist Obst dabei, da ist Gemüse dabei, also so zartes Gemüse eher, ne? Aber auch Seefisch, Kalb, Kartoffelbrei, also kohlenhydratmäßige Sachen, die aber beispielsweise manchmal auch einen gewissen Ballaststoffanteil mit sich bringen. Genau, 3 bis 4 Stunden, da geht es so in diese Richtung Vollkornbrot, das heißt, das braucht halt länger, bis es natürlich ankommt, hält dann oft dafür aber auch länger und macht länger satt und kommt halt immer darauf an, wann ihr das esst und vor allem, was ihr damit bewirken wollt. Dann 4 bis 5 Stunden später sowas wie Hülsenfrüchte oder auch Geflügel. Also das geht jetzt eher so in die Richtung die meisten Fleischsorten, so, ne, die nicht ganz so fettig sind. Oder auch Maiskörner, weil die einfach auch einen sehr hohen Ballaststoffanteil haben. Deshalb sind die da beispielsweise auch zu sehen. Oder süße Sahne oder Butter, Milchcremetorte, die halt einen hohen Fettanteil haben. Genau, danach geht es auch in diese Richtung, vor allem eher fettig und ballaststoffreiche Sachen. Und dann am Ende steht der Gänsebraten, das Sauerkraut oder auch das Ölsardinen, die zum Beispiel dann dementsprechend nicht zu empfehlen wären, vor dem Punktspiel sich reinzuziehen. Ja, die Folien, die ihr hier seht, die werdet ihr im Nachhinein auch bekommen. Das heißt, ich werde euch einen Link geben, wo ihr die einsehen könnt. Und danach ist das Video auch hier auf YouTube ja noch online. Das heißt, ihr könnt euch das auch im Nachhinein nochmal anschauen und diese Übersicht euch runterziehen. Ja, das nochmal hier als Übersicht. Und dann kommen wir zu den Learnings, die wir daraus gezogen haben. Das heißt, je höher der Fett- und Ballaststoffanteil, desto höher ist die Magenverweildauer, also desto länger braucht es. Eine durchschnittliche Mahlzeitenverweildauer ist etwa 3 Stunden. Deshalb kommen wir jetzt zu den Tipps, die wir daraus ableiten können. Das heißt, größere Mahlzeiten sollten wir 3 Stunden vor dem Training oder auch Wettkampf essen, weil dann einfach die Wahrscheinlichkeit sehr groß ist, dass es danach im Blut ist und uns als Energie zur Verfügung steht. Und oder wir essen einfach kleinere Mengen. Das wäre auch eine Möglichkeit, wo unser Magen dann gut damit klarkommt und das ein bisschen besser verdauen kann. Oder wir kauen richtig gut und versuchen das schon richtig gut vorzubereiten für unseren Magen-Darm-Trakt. Ja, das ist die Grundlage für das, worüber wir jetzt sprechen, das Timing. Wann sollten wir was essen? Vor der Belastung
ist zu empfehlen, kohlenhydratreiche Sachen zu essen, 2 bis 3 Stunden vor der Belastung. Egal, ob es jetzt Training ist oder ein Wettkampf, das spielt in dem Fall keine große Rolle. Und was könnte das sein? Das könnten beispielsweise sein ein Grießbrei oder ein Milchreis mit Banane und Honig. Oder Müsli mit Früchten und Joghurt. Was ein perfektes Frühstück zum Beispiel wäre vor einem Wettkampftag. So, ne? Mit Haferflocken könnt ihr beispielsweise reinmachen oder so. Was dann nach 3 Stunden optimal im Blut euch zur Verfügung steht. Während der Belastung ist es generell erstmal so, dass ihr rein theoretisch nichts essen müsstet. Also so während eines Tischtennisspiels. Und wenn, dann eher auf Getränke ausweicht oder auf schnell verfügbare Kohlenhydrate. Und das haben wir gesehen bei der Magenverweildauer. Da könnte die Banane ein guter Anhaltspunkt sein oder halt auch der geschälte Apfel. Oder man greift zu einem Müsli-Riegel. Oder zu einem anderen Sportriegel, beziehungsweise halt einem Sportgetränk und da halt immer darauf achten, dass das eher so in diesen isotonischen Anteil geht, weil dann steht es uns als Energie auch relativ schnell zur Verfügung. Nach der Belastung haben wir ja auch schon so zum Teil drüber gesprochen. Da ist es toll, wenn wir ein Protein reiche Mahlzeit zu uns nehmen und am besten sogar eine Mahlzeit, die aus Protein und Kohlenhydraten besteht, damit wir unsere Kohlenhydratspeicher nach der Belastung auch wieder auffüllen, unsere Glykogenspeicher. Das ist insgesamt so, dass dieses Fenster, dass wir das wieder aufnehmen können und dass unser Körper auch wirklich gut damit arbeiten kann, dass das bis zu 4 Stunden nach der Belastung besonders groß ist oder noch offen ist. Und am besten sind aber 15 bis 20 Minuten nach der Belastung, dass wir dann im Nachhinein gleich beispielsweise ein Recovery Shake nehmen, so, ne? Irgendeine Mischung zwischen Kohlenhydraten und Proteinen und am besten so 70 zu 30 oder ein Eiweißdrink, aber da halt auch immer darauf achten, dass da ein gewisser Kohlenhydratanteil drin ist, um einfach die Regeneration optimal zu unterstützen. Das könnte aber auch sowas sein, wie natürlich ein Gericht, was wir dann essen, ob das jetzt eine Fleisch-, Fisch- oder Hülsenfrucht-Kombo ist, die dann mit Kartoffeln, Reis oder Nudeln kombiniert wird. Das kann jeder individuell dann entscheiden. Aber das sind so die Empfehlungen, dass da auf Proteine und aber auch Kohlenhydrate geschaut wird. Was ist jetzt die Besonderheit beim Wettkampf oder beim Spiel? Besonders wenn es ein bisschen länger geht, dann ist es so, dass man die Tage vor dem Wettkampf sogenanntes Carboloading betreiben sollte. Carboloading heißt, dass die Speicher, die wir haben für unsere Kohlenhydrate, haben wir ja gesagt, das ist begrenzt, so 1200 Kilokalorien sind da meistens die Speicher und dass wir die sozusagen unseren Tank wirklich da voll machen und dass wir nicht mit halbem Tank in den Wettkampf gehen, weil wir da wirklich Power brauchen, besonders wenn es halt lange Turniertage sind und vielleicht sogar 2 bis 3 Tage in Folge geht. Und da sollten wir sozusagen wirklich mit einem vollen Tank in den Wettkampftag gehen. Und das heißt, an dem Tag davor, beispielsweise die Kohlenhydratzufuhr, den Kohlenhydratanteil in der Nahrung wirklich bis zu 70% erhöhen und natürlich auch starke Anstrengung vermeiden, denn durch starke Anstrengung wird natürlich unser Kohlenhydratspeicher dann auch wieder leer gemacht. Es gibt da verschiedenste Formen, wie man die dann auch noch erhöhen kann und den Glykogenspeicher am besten ausnutzt. Da will ich aber jetzt nicht weiter drauf eingehen, weil das in meinen Augen im Tischtennisbereich auch nicht ganz so von Bedeutung ist. Das spielt dann eher bei Läufern, die lange Strecken haben oder Radfahrern eine Rolle. Aber im Tischtennis ist es trotzdem auch so, dass wir zwischen den Spielen dann immer wieder was zu uns nehmen können und somit auch unsere Kohlenhydratspeicher immer wieder auffüllen können und nicht ganz so lange Belastung am Stück haben.
Wenn ihr aber beispielsweise ein Turnier spielt, wo ihr wisst, das ist ja manchmal so, wo ihr wisst, ihr habt da ein Spiel nach dem anderen so, ne? Da versucht wirklich am Tag davor oder vielleicht auch die 2 bis 3 Tage davor viele Kohlenhydrate zu essen, damit ihr einfach lange Energie habt und eure Kohlenhydratspeicher optimal gefüllt sind. Wie macht man das? Der Nudelteller, wie auch immer kombiniert, ist natürlich eine gute Variante, aber vor allem auch Reis ist super. Pellkartoffeln, Kartoffelbrei, insgesamt was halt kohlenhydrathaltig ist, das ist perfekt im Vorfeld dann zu essen, um das optimal zu gewährleisten. Ja, Tischtennis, spezifische Ernährung jetzt einfach nochmal zusammengefasst. Wir haben hier das 3x3 der Ernährung, was ich euch am Anfang schon vorgestellt habe. Und jetzt kommen noch 3 Sachen, Tischtennis-spezifische Sachen dazu. Das ist zum einen, trink genug und achte auf ausreichende Elektrolyte. Das heißt Elektrolyte in dem Falle über beispielsweise ja, isotonische Getränke, da ist es oft dabei, aber auch insgesamt Mineralwässer oder auch so besondere Wässer, so Heilwässer, sind da eine Option, wie ihr das auch ganz gut wieder auffüllen könnt oder halt auch gewisse ja, Elektrolytpulver. Ist das möglich, obwohl das beim Tischtennis halt so ist, dass außer ihr schwitzt übelst doll oder es ist richtig warm in der Halle, ist aber nicht immer vonnöten. So, ne? Genau. Dann natürlich fülle deine Glykogenspeicher auf mit Kohlenhydraten. Das heißt, jetzt so in diese Richtung Carboloading, was ich euch erzählt habe, ist das eine richtig gute Möglichkeit. Oder aber auch, isst Proteine für eine gute Regeneration. Und da halt gewisse Kombinationen zu machen. Ne? Also, wie wir das auch gesagt haben, zwischen Kohlenhydrate auffüllen und aber auch Proteine zu essen, besonders im Nachhinein von der Belastung, um optimal die Regeneration zu unterstützen und euch natürlich auch gleichzeitig für die nächste Trainingseinheit oder für den nächsten Wettkampftag vorzubereiten. Dann habe ich euch noch ein paar Ticks und Tipps und Tricks mitgebracht, zu denen wir jetzt kommen. Ich höre immer wieder, dass auch gewisse Leute dann sagen, naja, das ist ja alles schön und gut, aber ich habe die Erfahrung gemacht, dass das bei mir anders wirkt oder funktioniert. Und da will ich euch das auch gleich sagen. Das, was ich euch jetzt vorgestellt habe, ist so der wissenschaftliche Konsens. Das heißt aber nicht, dass es für dich 100% zutreffen muss. Das heißt, hör da gut auf deinen Körper, probier da einiges aus und hol dir die Rückmeldung, wie das so klappt, welche Leistung du auch bringst, und dementsprechend entscheide, was da für dich passt und was für dich nicht passt. Denn es ist so, natürlich in der Wissenschaft, das trifft für 80 bis 90% der Leute zu und die anderen, die sind halt sozusagen nicht im Mittel mit drin. Das heißt, hört da gut auch auf euch und vertraut dem nicht blind, sondern probiert es einfach aus. Und apropos ausprobieren, alles, was ihr das erste Mal macht, macht es zuerst im Training, auch ernährungsmäßig. Das ist beim Tischtennis jetzt nicht ganz so entscheidend, aber besonders auch, wenn ihr eher empfindlicheren Magen-Darm-Trakt habt, dann probiert die ganzen Sachen im erstmal im Training aus, beim Biathlon oder beim Triathlon oder aber auch beim Marathon ist es natürlich dann entscheidender, weil da einfach so Mini-Fehler dann nochmal ein bisschen mehr entscheiden und trotzdem auch, lasst uns das auch im Tischtennis so machen, dass gewisse Proteinriegel oder ein gewisses Getränk, das ihr dann erstmal versucht, das im Training einzubinden und dann aber auch in den Wettkampf mitzubringen, um zu gucken, ob das dann natürlich auch funktioniert und für euch passt. Ich liebe Checklisten, deshalb habe ich das auf jeden Fall aufgeschrieben. Meine Empfehlung immer, macht euch Inspirationslisten. Das heißt, wir haben jetzt so einen Grundstock bekommen. Was ist vor der Belastung wichtig? Was ist während der Belastung? Was ist danach? Was ist auch in den Tagen davor wichtig? Und schreibt euch das einfach alles mal auf und macht euch dann wie so
Inspirationsrezepte. Da könnt ihr euch verschiedene Bücher angucken, da könnt ihr euch verschiedene YouTube-Kanals angucken, verschiedene Instagram-Kanals und guckt da Rezepte durch und nehmt ihr euch mit rein, was da für euch passt. Außerdem Einkaufslisten, dass ihr immer vorm Punktspiel habt ihr dann eine gewisse Liste und kauft die gleichen Sachen ein, damit ihr dann perfekt präpariert seid. Und schreibt es dann natürlich auf die Packliste drauf, damit es dann auch mit in die Sporttasche wandert und dann auch mit in die Halle. Und so seid ihr dann optimal, zumindest ernährungstechnisch, erstmal vorbereitet und habt dann eine gewisse Sicherheit mit im Gepäck. Außerdem, ja, zelebriert es euch, gewisse Dinge vorzubereiten. Für mich ist es ein total schönes Ritual. Vor dem Punktspiel mache ich mir immer meine Nudeln, mache ich mir meine Tomatensauce, mache ich dann so einen gewissen Mix, den ich mir immer wieder mitnehme und merke, dass das schon ein Ritual ist, dass ich das, dass sich mein Körper dann auch wirklich perfekt auf das Spiel einstellt oder das Turnier einstellt. Der weiß dann wieder, ah, heute ist Wettkampfmodus oder morgen dann dementsprechend. Und dann versucht euch natürlich, ich habe am Anfang ja schon gesagt, dass es wichtig ist, auch in einer gewissen Ruhe zu essen und versucht euch das auch bei Turnieren mit einzuplanen. Weil unser Körper vor allem natürlich bei Turnieren und bei Punktspielen im Anspannungsmodus ist und somit die Nährstoffe nicht ganz so gut aufnehmen kann. Und wenn ihr dann zwischen den merkt, dass ihr Energie braucht und zwischen den Spielen mal was esst, dann versucht euren Körper so gut wie möglich runterzufahren, damit auch das Verdauungssystem aktiv ist und ihr die Sachen auch bestmöglich sozusagen verdauen könnt. Ja, das sind meine Tipps und Tricks, die ich euch noch mitgeben wollte. Außerdem natürlich ein paar Empfehlungen. Wie gesagt, ich gebe euch dann auch noch eine Seite, wo ihr das auch einsehen könnt, beziehungsweise das alles runterladen könnt und euch dann auch noch mal konkreter anschaut. Es gibt einen YouTube-Kanal vom Deutschen Institut für Sporternährung e.V. Der macht so ein paar auch Rezeptvorschläge und die interviewen Sportler. Und das ist eigentlich in meinen Augen ganz unterhaltsam und auch also wissenstechnisch sehr relevant. Außerdem hat Bojan Besinger, der das Buch geschrieben, Ernährung und Tischtennis. Ich finde es immer sehr, sehr schön, wenn das auch wirklich aufs Tischtennis bezogen wird. Das heißt, da auch meine klare Empfehlung, dass man sich das einfach mal angucken kann, weil die anderen Bücher, die sind so, die sind auch sehr, sehr gut, die ich jetzt hier reingestellt habe. Besonders auch, wenn ihr andere Sportarten macht. Oft ist es ja so, dass man auch nicht nur Tischtennis macht. Und auch mal eine Ausdauereinheit oder eine Krafteinheit. Da kann man da natürlich nochmal sehr viel Inspiration holen. Genau, aber es ist halt nicht konkret aufs Tischtennis bezogen. Ja, dann der Ernährungskompass, der in meinen Augen einfach eine sehr, sehr gute Zusammenfassung für den ja, Ernährungsleien ist und auch unterhaltsam geschrieben und aus wissenschaftlichem Konsens so ein bisschen zusammengefasst, was wir in den Alltag mit reinnehmen können. Genau. Und dann habe ich noch ein paar Rezeptempfehlungen. Die Bücher stehen auch, ihr seht sie hier hinter mir, stehen auch hinter mir. Sehr gute Bücher mit tollen Rezepten, schönen Anregungen und ja, toll zum Nachkochen und auch schön gemacht mit Bildern und so. Da stehe ich ja drauf. Genau. Außerdem, was sind jetzt weitere Schritte? Wie könnt ihr vorgehen? Wie könnt ihr da in eurem Sporternährungsbereich noch ein bisschen weiterkommen? Zum einen ist in meinen Augen immer das Wichtigste, erstmal eine Grundanalyse zu machen. Und da ist wichtig zu wissen, wie ist überhaupt mein Grundumsatz, wie ist mein Leistungsumsatz. Das heißt, wie viel Kalorien verbrauche ich denn überhaupt am Tag? Und dann kann man natürlich auch da weitergehen und weitere Schritte einleiten. Sich dann beispielsweise ein Ziel zu setzen oder aber auch erstmal, nachdem man den Grundumsatz und den Leistungsumsatz herausgefunden hat, dann erstmal zu tracken. Und danach sich das Ziel zu setzen oder so, wie ich es jetzt aufgeschrieben habe. Da sind einfach nur Beispielprogramme jetzt hier genannt. Das kann FDDB sein, das kann Nutrilei sein. Da könnt ihr euch auch sehr gerne bei mir melden. Da habe ich einen Zugang, das ist in meinen Augen eine richtig coole Sache. Da können auch Ernährungspläne zugeschickt
Wiesen wären, aber ja, SIO ist zum Beispiel auch da zu nennen oder viele andere Programme, die da wirklich auch gut sind. Da sucht euch einfach eins aus, was für euch passt. Genau, und dann wird natürlich ausgewertet und gegebenenfalls angepasst bzw. individualisiert, je nachdem, wie eure Belastung ist, was ihr auch macht, ob ihr nur Tischtennis spielt oder auch noch andere Sportarten macht oder wie euer Arbeitsalltag ist und dann, dass man auch guckt, wie kann man da gewisse Mahlzeiten so einbauen, dass ihr auch optimal aufs Training dann zum Beispiel vorbereitet werdet oder auf den Wettkampf vorbereitet werdet, die ja auch manchmal nach einem anstrengenden Arbeitstag sind. Genau, und dann einfach zu schauen, in regelmäßigen Abständen zu kontrollieren und dementsprechend auch nachzujustieren. Ja. Ihr wisst, ich bin Checklisten-Fan, deshalb habe ich das auch nochmal dazu geschrieben. Ja, insgesamt Listen erstellen, wie ich es auch schon im Schritt davor gesagt habe. Und die Verträglichkeiten dann natürlich auch auszuprobieren. Ja, wenn ihr ansonsten noch weitere Schritte gehen wollt, dann könnt ihr euch gerne auch bei mir melden. Und dann begleite ich dich oder euch auch da gerne auf dem Weg. Einfach beratung@annahellmich.de. Außerdem, wie angekündigt, hier ein QR-Code, den ihr einscannen könnt. Und da kommt ihr einfach zu dem Protokoll von heute, zu dem ja, Fotokoll sozusagen von seinen Folien. Und könnt ihr euch nochmal anschauen, runterladen und dementsprechend auch in euren Tischtennisalltag dann mit einbeziehen. Und an dieser Stelle würde ich sagen, war es das zumindest erstmal von mir? Und wenn ihr wollt, könnt ihr jetzt noch Fragen stellen. Oder wie gesagt, dann auch später drunter schreiben und dann antworte ich einfach noch drauf. Und ja, wir können so ein bisschen in Interaktion kommen. Aber ich wünsche euch natürlich viel Spaß beim Umsetzen der Tipps und bin ganz gespannt, was ihr dazu sagt, zu dem Input und lasst mir da gerne Feedback zukommen. Und ansonsten war es das erstmal von mir. Vielen Dank. Genau. Und wenn ihr jetzt nichts weiteres habt, dann würde ich den Livestream erstmal beenden. Und ja. Ja, und freue mich über alles das, was ihr hier noch drunter schreibt und die Fragen, die kommen werden. Oder wenn ihr euch auch bei mir melden wollt, dann lasst uns da gerne gemeinsam einfach verschiedene Schritte gehen. Und da begleite ich gerne deinen Weg. Alles klar.